Deutsch. Nein. Ich hab nichts gegen Ausländer. Also nicht, dass ich hier als Rassist abgestempelt bin oder so, ne? Die Leute gucken auch Dingens. Also, so, das ist Nummer 3 jetzt gewesen, ne? Nein, jetzt hab ich also den scheiß Sherbet jagen lassen. Ich muss nicht für einen Auto. Fuck it. Ich weiß lustig, wie die da steht mit ihren Armen so angewinkelt, so. Ich mach dich stark. Jetzt hab ich einen scheiß Sherbet jagen lassen, nicht voll doof. Das war relativ unclever von dir jetzt. Irgendwie müssen die Tanten schon voll von dir genervt sein, wie oft du da reinkommst, ey. Ich bin von der Gelaber die ganze Zeit genervt, Alter. Hast du es nicht gerade gehört, wie oft du da reinkommst? Ha! Okay, der war wirklich schlecht. Jetzt hab ich schon wieder Gänseblümchen wegen deiner Dummheit rausgesucht, ey. Ich lenke dich ab. Gut. Ja, das war dein Plan, ne? Muhahaha. Ja, ja, böses, gackerndes Gelächter. So. Jetzt noch kurz gießen. Hat die auch ein Gesicht? Nee, ne? Nee, die hat kein Gesicht. Dafür konnte ich kein Gesicht. Alter! Du! Raus! Oh mein sofort. Gott, Gewalt! Ohne Witz! Fand ich gut! Vor allem, wie die Zunge noch rausfliegt, Alter. Ich fand's gut, das Geräusch wieder mit der Zunge. Fand ich gut. Was ist eigentlich in dieser Höhle drin? Da leben die Wölfe. Aha. Wieso bin ich hier drauf gekommen? Nee. Das ist der Wolf. Das ist der Wolf. Ist hätte ich jetzt irgendwie eher wie so ein Nasenbär oder so. Achso, ja, okay, jetzt sieht's eher aus wie ein Wolf, okay. Ich hab's eben nicht gesehen. Es du bist leid, auch okay. So ein Nasenbär, ey. Vielleicht. Mein Titi, ich bin ein Besen. Was? Ich bin ein Fahrrad. Meine geheime Identität ist noch geheim. Du, ich fall mal. Nein, das hat keiner gehört. Genauso wie Baumann, schreite zur Tat. Wir haben nicht mehr genug Tulpen. Ich glaube, jetzt kommt auch Dingens nicht mehr rein, wenn wir nicht genug Tulpen haben. Ich fand's viel lustiger, als so ein paar Rüpel in deinem Garten waren. Nee, fand ich nicht lustig. Ich aber. Wollte dir schaden. Ich will nur dein Schlechtes. Ich bin ein Kameradenschwein. Das wollen die meisten. So, 2 habe ich jetzt hier. Das heißt, das habe ich dann gleich 3 Stück. Wahrscheinlich muss er dann 2 davon fressen oder sowas. Scheiß Basenge. Dann habe ich gerade irgendwas gesehen, das aussieht wie so ein Hacky-Sack irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hacky-Sack? Ja, irgendwas habe ich gerade gesehen, das sah so aus, falls man das kennt. Was ist ein Hacky-Sack? Das erkläre ich dir irgendwann anders. Aber wenn wir privat alleine sind und so. Ja, yeah, wenn wir unsere tolle, heiße Privatsphäre wieder haben. Okay, genug davon? Nein! Der Typ sieht irgendwie voll creepy aus mit seiner fetten Maske. Ja, er ist auch voll scheiße. Das ist voll nutzlos. Was macht denn der die ganze Zeit? Rennt er nur rum und riecht an Blumen? Ja, dann wirkt er mit dem Kopf, kratzt sich und dann fängt er auch mal zu lachen an. Ich habe Blumen gerochen. Haha, ich bin so fröhlich. Ja, da guck. Der hat die Augen immer größer. Ich finde das lustig. Ja, der Typ ist wohl einfach nur irgendwie so Dekoration, ne? Ja, da gibt einen die Samen freiwillig. Und ich meine jetzt nicht die Samen, sondern die Samen. Achso. Morgen. Ja, ich habe auch so den scheiß Sherbet jagen lassen. Fickt euch. Das ging alles so schnell. Starrymine, bitte. Ein Jäger. Deine Katzen wollen voll Aufmerksamkeit und so. Ja, das nervt total. So, Kavoll, wenn ich was so phrase, kann aber vergessen. So. Kavoll! Schnauze! Jetzt komme ich gleich darüber. Sch! Sag doch einfach, du kriegst nachher einen Döner von mir, dann ist er vielleicht ruhig. Boah, was dickes zu essen, kann ich mir mal gleich holen. Oh, hör bloß auf. Ich hab angefangen, verdammt! Schön mal meckert, war ich schon ewig nicht mehr, krieg mal wieder hin. Ah, ich hab ja Chicken Wings noch da. Oh, ich mach mir Chicken Wings nachher. Chicken Wings. Hat der gerade schon wieder eine Blume getötet? Ja. Deswegen freut er sich auch so. Schwing! So, auch eins gefressen. Ich muss sie jetzt alle verwandeln lassen. Super Spirit Digitation! Feuer, das wollte ich nicht. Yeah. Was hat dieses Totem denn eigentlich zu bedeuten? Die gucken alle so lustig. Und das ist die Figur, wo ich immer alles kaufe. Ach so. Jetzt verkaufe ich das und dann wird angezeigt, okay, das habe ich jetzt ausgewählt. Harry, Ken Derry, du musst mal dich mal bewegen, damit ich hier diesen scheiß Samen kriege, der unter deinem Arsch ist. Danke. Benenn irgendwann ein Tier nach mir, irgendwann mal. Soll ein Tier nach dir benennen? Ja. Du suchst bestimmt wieder irgendein Tier aus, was total komisch ist. Nö, ich habe eigentlich vor, so einen Ken Derry zu behalten. Da du heute dazugekommen bist, wo ich einen Ken Derry kriege, bekommst du einen Ken Derry als Namen. Okay. Hier muss ich hin, richtig? Richtig!
Widersprech mir nicht. Schreib einfach Dengu hin. Passt schon. Niemand jagt am Morgen. Bitte schön. Denn. Nein, du schreibst das, was ich sage, weil es mein Name ist. Verstehst du? Nee. Eigentlich ist es nicht mein wirklicher Name. Das wächst schon aus, das adoptiert sozusagen. Du kannst entscheiden, mit was ich das ausrüsten soll. So sagst man, okay, dann rüste mal eine AK-47 damit aus und... AK-47, dann wenden wir jetzt gleich was Richtiges, Digga. Du sollst mal klein anfangen, ne? Du sagst doch erstmal, was ich erstmal ausrüsten soll. Wir sind Level aufgestiegen, bist. So, warte mal. Ei, das ist nochmal... Da kommt ein Rüpel, ein weiblicher Rüpel. Ach so, deswegen hat er so zwei Dinger am Kopf. Dinger. Manchmal lassen sich Audis durch Schokolade. Die unterscheiden sich nur mit solchem Gestrüpp am Kopf. Oh mein Gott. So. Wieder geht. Ich mache jetzt wieder Unruhe in deinem Garten. Banana, du bist schwul. Warum? Ich habe keine Ahnung. Schwul ist keine Beleidigung. Aber im wörtlichen Sinne nicht, nein. Aber viele benutzen es als Schimpfwort. Ich eingeschlossen. Natürlich habe ich nichts im Spiel. Sagt man ja eigentlich immer. Deine Katze geht gerade voll ab. Ja, sie geht jetzt zum vierten Mal gerade voll ab. Pass auf, jetzt habe ich hier. Jetzt macht er genau die gleiche Scheiße. Ich hasse Rowdy wie die Pest, jetzt keinen dummen Mistmann, fichenden 30. Eskalation. Das macht er jetzt einmal komplett wahrscheinlich so hier. Wie kannst du dich nochmal loswerden? Du haust mit der Schippe, aber das hält dir nicht wirklich auf. Nee, das interessiert ihn herzlich wenig. Ja, ich kotze deinen Bach voll. Was ist der jetzt für Probleme? Der ist ja mal voll Aggro gerade. Jägerin fängt Pinata. Super, jetzt haben wir das letzte Canary. Diese Kotzen. Ich hasse sie einfach nur, wie die Pest. Diego, diese Scheißkiste steht seit 3-4 Tagen da. Ja. Du fängst jetzt erst an zu schnuppern. Die guckt, was sie gleich spielen will. So. Die will immer ein Spiel drin, die will sich auch was reinschieben. Reinschieben. Vermute eher, dass sie gleich dahin kacken will oder so. Weil der zu faul ist, 10 Meter. Ins Katzenklo zu gehen? Ja. Meistens gut, wenn das einfach manchmal zu faul ist. Und die hier weiß nicht, dass er mal spielen will, dann wird sie mal voll. Katzen sind cool. Das lässt sich nicht anders beschreiben. Was ist passiert? Wo ist. Ich hab dich mal wieder abgelenkt, indem ich von deinen Katzen geredet habe. Alter, wieso? Ich hab ihm gerade gesagt, du sollst es fressen. Es hat das kaputt gemacht und nicht gefressen, oder was? Das ist zum Kotzen und jedes Mal, weil irgendjemand dazwischen laufen muss, Alter. Zum Heulen manchmal. Hauen die Rüpel automatisch wieder ab, wenn sie da irgendwie Unruhe gestiftet haben? Ja, oder dann hauen sie wieder ab. Nachdem sie den halben Garten verwüstet haben, dann brauchen sie auch nichts mehr. Die ist ja schon ausgetobt. Mann, jetzt muss ich nochmal, weißt du, es wäre jetzt auch fertig gewesen. Nein, es muss aber scheiße sein wieder! Entschuldigung. Vor allem, es gibt keine Polizei oder sowas. Nein, was will ich denn jetzt hier? Diese Tanten belästigst du aber oft in dem Laden, ne? Hi. Hi. Okay. Denk an mich, wenn du ins. Denk an mich. Oh. Also dir geht's ja nicht mehr. Jetzt müsste ich nochmal eine scheiß Butterblume kaufen. Hallo? Komm rein, lass Geld da und dann. Nein. Das war ein geiler Spruch, ey. Ja. Hi, komm rein, lass Geld da und verpiss dich wieder, Junge, im Prinzip. Ja, vor allem, das meinst du eigentlich voll ernst. Ich weiß. Die tut aber nur so. Das ist voll das geldgeile Stück, ey. Ist er auch. Keine Rückerstattung, kein Tausch. Gekauft die gesehen. Das ist ihr Motto. Dieser Typ, der nichts macht im Garten, der konnte sich um die Rücken ruhig mal kümmern, ey. Einmal der Kopf muss mit der Maske und dann ja. Gibt's was von Cover. War das Dacio, den habe ich auch schon gefangen. Aber jetzt nicht, oder wie? Nee. Warum denn nicht? Weil ich ja gekauft habe. So, guck dir's mal an. Alter. Tja, jetzt haben sie dir dann. Yeah. Oh, jetzt muss ich wieder in der Spucke rumfüllen. Die Schaufel mit dem emotionalen Gesicht. Ey, ich muss doch die Scheiße wegmachen hier. Ja, man sieht hier verdammte Scheiße machen. Das ist so ganz normal machen. Okay, das reicht jetzt. Däh. Ich hab die Stimme der Schaufel. Ich hab die Stimme der Schaufel, genau. Du musst aber auch gleich. Hey, du stoppst mich gleich. Ich sag's noch einmal mal. Okay. Ich hab kein Wort verstanden, aber. Ja, das war der Sinn, weil er seine Schnauze in den Dreck steckt, im Arsch. Machst du das nicht auch öfters? Das liegt immer daran, dass ich so klein bin und halt ziemlich schnell unten rankomme. Ja. Ich glaube, ich bin nur einen halben Kopf größer als du. Yay. Ich bin bestimmt, Zwergenheim spielen gehört. Unbestimmt zweimal so breit wie du. Besonders, wenn ich Alkohol getrunken habe. Okay. Oh, das ist so. Oh mein Gott. Das ist so schlecht hier. Was ist heute los, ey?
Ich meine, es ist immer so bei mir los, aber ich sag das trotzdem immer wieder. Ich weiß gar nicht warum. Ist da los? Ich meine, viele sagen ja auch, dass wir im Spielen keinen Skill haben. Meistens meint man das gar nicht mehr so, wie man es sagt. Aber man sagt es trotzdem, weil man protzig rüberkommen würde, wenn man sagt, oh, man hätte voll den Skill. Ja, man hat aber auch voll den Skill eigentlich. Das muss man auch mal raushängen lassen. Ich sag auch immer, in Halo bin ich ganz gut. Ich sag in den Spielen... Alter! Ich sag so mal, ich spiele auf meine Weise und wenn ich dafür, ich sag mal, ich will ein ehrgeiziges Spiel. Ich sag mal, ich spiele auf meine Weise, wenn das eigentlich passt. Ja, dann soll das halt nicht gucken, ne? Ich mein, ja, richtig. Das ist das Problem. Irgendwann schaffe ich es schon, aber die Fails gehören halt dazu. Meiner Meinung nach gehören die Fails in Let's Player da halt immer dazu. Ja, das Problem ist halt auf YouTube, die Leute wollen halt alles immer sofort richtig haben. Dann sollen sie sich ein anderes Let's Play angucken. Ja, das macht aber keiner kann alles sofort. Jeder übersieht mal irgendwas und hast nicht gesehen. Und das finde ich eigentlich, ja, man kann sich halt darüber aufregen, aber man muss halt dann nicht jedes Mal in den Kommentaren auslassen, rumheulen und so ein Scheiß. Also gut, man kann es erwähnen, aber halt in einer, nicht gleich flamen oder sag ich mal so. Ja. Du Idiot, du blöder Schwachkopf, das sieht doch jeder und dann... Richtig. Man kann es auch vernünftig sagen, aber na gut. So. Jeder hat seine eigene Art, nicht wahr? Oh, ja. So, wer ja böse? Das ist eine Blume. Sie hat deine Mutter beleidigt. Feuerballattacke. Ich hab eine Blume kaputt gemacht. Ich bin so geil. Yeah. Boom. Jetzt habe ich meine 5. Das heißt, gleich kommt Basenga hier rein. Oh, Basinga. Basinga kommt gleich hier rein. So, pass mal auf. Wo haben wir denn Nummer 1? Das ist Nummer 2. Erstmal suchen. Guck mal, der träumt von Auto 2. Das ist super. Das ist das ein Vogelhaus? Das sieht ja echt einladend aus. Nein, das ist Sherbet. Sherbet sei schon Crawler. Behausen. Crawler? Das Problem ist, ich kriege jetzt wahrscheinlich kein geiler Gugu mehr rein, weil hier keine 14 Blumen mehr rumtollen. Ich kenne noch nicht alle Bezeichnungen von den Tieren, aber ich finde es okay. Das kleine Ding mit diesen riesen Augen halt. Wie gesagt, ich sehe das Spiel zum ersten Mal. Ich hab's schon mal. Den Titel sagt mir schon was. Ah, da ist das wieder. Er kommt nicht rein, weil ich nicht genug Tulpen habe. Wahrscheinlich. Ich finde das viel cool. Ich will es unbedingt haben. Das ist voll süß. Ich will es haben. Sieht also fröhlich da rumläuft. Voll zersplittert und so, ne? Das ist eine 3. Das ist eine 2 da oben. Glaube ich. Antippen. Was macht ihr denn jetzt? Wo kommt ihr denn jetzt raus? Bin ich bescheuert? Du hast Randale davor gemacht. Ah ja, das ist das. So. So, wie soll ich ihn nennen? Dengo. Nein. D-E-N-G-O. Nein. Ich hasse dich. Okay. So, warte mal, was? D-N-D. Dendo, das hört sich irgendwie an wie eine weitere Form von. Ja, genau, diesem anderen Wort, ne? Was machst du da? Du bist scheiße. Ja, natürlich. Ich kann auch so viel Einfluss auf dein Spiel nehmen. Ja. N-G-O. Ach, N-G-O. Dendo. Genau, das ist eine. Mann, das ist das vierte Mal, dass du jetzt ausdeckst. Halt die Fresse jetzt, Perwoll. Perwoll sei schon. Chico. So, guck mal, das freut sich sogar. Du die Katzen so anschreist, kein Wunder, dass sie abgehen. Irgendwann zeigen sie super, lieber... Super, das war's mit deiner Freude. Du bist ja echt dankbar, Arschloch. Er benimmt sich genauso wie ich im Real Life. Ich hoffe, du bist derjenige, der gefressen wird, ey. Nein. Alter! Wie oft soll ich dich eigentlich noch verprügeln? Ich hoffe, er mag Prügeleien. Ja, aber anders muss er dafür bezahlen, weißt du? Banana, du lösen die sich auf diese Digi-Daten, das finde ich okay. Du schläfst hier in Giftgas, ist dir bewusst. Ja, ja, ja. Doch! Ja. Du kannst fliegen! So. Den Typen nenne ich jetzt Blumenschnüffler. Der macht immer so komisch mit den Blumen rumschnüffeln und dann macht er sich heimlich, glaube ich. Oder sieht unheimlich aus, wenn es nachts ist. Pass mal auf, jetzt muss ich herausfinden, wie viele Blumen nochmal Galagugu braucht. Damit ich nochmal die alte Hand an Blumen pflanzen kann. Wie ich das herausgefunden habe, dass du da alles nachlesen kannst, ne? Dieser Typ, der gerade mit der Maske, wenn ich kleiner war, da hatte ich unglaubliche Angst vor
so Puppen oder so, wenn die dich angeguckt haben oder so, so Baby Bones oder was. Ach du meine Güte, ey. Alter, ey, ohne Scheiß, ich hatte Angst. Und dieser Typ, der sieht aus wie so eine Puppe, dieser Spacko. Da hätte ich bestimmt Angst vor dem, wenn ich das so ein kleiner Junge wäre, ey. Ich meine, jetzt bin ich ein großer kleiner Junge, aber trotzdem. Ich bin nur ein kleiner Junge geblieben. 16 Tulpen, das ist scheiß viel. Körperlich werde ich älter. Geistig bin ich immer noch ein 10-Jähriger. Und ich bin stolz drauf. Ja. Yay! 16 Stück, verdammte Scheiße. Hallo, schmelzen die Schokomünzen in der Tasche? Ich nehme sie. Heißen die wirklich Schokomünzen? Ja, ich gut den Namen. Ich finde es gerade alles eigentlich. Ey. Oh, mein Garten ist schon wieder voll ficken, Alter. Ich gehe halt an alles, jedes Teil des Spiels. Ich finde halt ziemlich viel an Spielen cool, wenn es mir so gefällt. Die Namen oder so, wenn das halt so lustig ist. Yeah. Doch, das Spiel. Lass dich drauf angehalten. Nein, ich würde es ja auch nicht spielen, wenn es mir nicht gefallen würde. So ist es ja nicht. Ich kaufe mir ja nicht nur Spiele, um mich aufzugeilen. So wie andere gewisse jemanden, die ich jetzt gerade nicht angucken möchte. Ja, die gewissen jemanden sind auch nicht da, die du angucken könntest. Aha, guck, wie kommt das. Ja, das ist in Ordnung. Die Pflanze hat gerade gefotosynthest. Das sind Giftgaspflanzen. Ich nenne Furzen von Pflanzen Photosynthes. Das ist nicht echt geil. Oh, wow. Ich bin ein ganz großer Philologe heute. Ein Alphabet. Oh mein Gott. Das hatten wir heute schon mal. Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Ich hab gerade ein starkes Déjà-vu, dass ich das Wort heute schon mal gesagt habe. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bisschen voll, willst du mich verarschen? 7. Boing, boing, boing. Was, woran ist denn voll? Ich hab hier nix drin, du Lappen! Es ist nix los hier und der Garten ist voll! Das ist zum Kotzen, das ist der einzigste Riesennachteil in diesem Spiel. Ja, die beiden bräuchte ich nicht, wenn da mal wieder Dingens kommen würde, aber ich kann die erst reinholen, wenn ich die 16 Dinger wieder hier habe. Alter, das ist zum Kotzen. Das eine schießt das andere einfach nicht aus. Gehst auch mal so schön im Garten durch. Ja. Sag mal, hab ich doch nicht, oder? Kein Wunder, wie du mit der Gießkanne da rumgespritzt hast. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 habe ich jetzt. Nein, 14. 3, 6, 8, 10. 13, das heißt, es fehlen noch 3 Stück. Das will ich nicht haben. So, kann ich jetzt nochmal die letzten 3 Tulpen? Wäre das akzeptabel? Machbar? Von Güte gesegnet? Guten Morgen! Wie geht's uns heute? Putzmunter und in der richtigen Stimmung. Und in der richtigen Stimmung zum Geld. Ja, Klambe. Die redet ganz schön viel. Am meisten, glaube ich, von den allen. So, jetzt haben wir schon wieder scheiß Taffli hier drin, ne? Und wie jeder weiß, kann ich die Viecher total leiden. Wie er dich trollt. Alter. Du kriegst mich nicht. Oh mein Gott. Verpiss dich. Hier, der freut sich und tanzt einmal voll drüber, ey. Ha, du hast gerade ein Vieh geschlachtet, ich bin so happy. Das ist voll die Teletubby 18 Version hier. Alter. Bullshit Alarm! Bullshit detected! War das so wie gerade so eine Ritterstatue? Die sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Oder ich bin einfach nur blillelind, ey. Hat die irgendeinen Nutzen oder ist die einfach nur Dekoration? Das ist eine Behausung. Der ja, unten da drin. Hier, das siehst du doch hier. Ach, der Libellen oder was das sein soll. Dragonfly. Jetzt bist du schon wieder hier drinne. In der Pflanze. Ich glaube, die mag diesen Geruch von den Pflanzen, hä? Ja. Boah, wow, voll durch die Wand geglitscht, ey. Diese scheiß Ninjas. Jetzt fliegt's auch noch. Jetzt hätte ich durch die Wand laufen müssen. So, jetzt habe ich die 5. Habe ich wohl. Die 5 Candary. Jetzt weiß ich nur, dass das Bazeng eigentlich mal kommt. Wahrscheinlich kommt er nicht, weil... Baum. Weil Baum.
Weil der Adler die ganze Zeit am Start ist oder was? Ich komme auf diesen Massentypen irgendwie nicht klar. Ja, ich mag den auch nicht. Ja, Basenge! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Weil, warum bist du krank? Interessiert mich nicht, du gehörst nicht mir. Du machst mich auch etwas krank. Kein Wunder. Das war das Netteste, was jemand zu mir gesagt hat. Echt? Ich war nett zu dir? Oh mein Gott. Alles, was ich nett zu dir gesagt habe, mache ich eine Retoure von. So. Zielanzeigen. Wo ist es denn? Ich find's echt okay, dass die Katze als Maun, das ist doch voll der gute Hintergrundstyle bei diesem Spiel. Also ich würde das so lassen, das finde ich cool. Ja, was würde ich so lassen? Was soll ich denn da anders machen jetzt? Deine Stimme rausschneiden. Eine Tanne im Garten, willst du mich jetzt rollen? Jetzt braucht der Schwanz eine Tanne. Dann müsste einfach nur so ein Vieh fressen oder so. Jetzt musst du eine fuck Tanne holen. Du brauchst mir nicht so angucken, ich habe keine gerade in der Tasche. Guten Tag, hereinspazieren.